Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Final Fantasy 7. Cloud, warum erzählst du uns nicht, was passiert? Was? Bla, genau. Ich werde es versuchen, auf keinen Fall. Wir werden es natürlich versuchen. Ich werde es versuchen, aber bitte keine Unterbrechungen. Ja, dann erzähl mal. Sephiroth zog los, um das verheißene Land zu finden, um Herrscher des Planeten zu werden. Das war vor 5 Jahren. Dann kam Sephiroth zurück und tötete Präsident Shinra. Und gerade eben haben wir alle Sephiroth gesehen. Er hatte Jenova bei sich. Was logisch klingt, er will ja mit seiner Mutter Jenova ins verheißene Land. Ich denke, das ist alles. Hafenarbeiter, wir legen in 5 Minuten in Costa del Sol an, bereit zum Festmachen. Ups, wir sollten uns schnell verstecken. Warum haben die nicht einfach ihre Verkleidung anbehalten? Wir nehmen uns mal die Materia. Eifrid, wie cool! Ja, wie toll. Jetzt haben wir nämlich noch eine zweite Beschwörung. Und das finde ich total gut. Da hoch würde ich aber noch gerne. Da ist ja immer noch die ganze Zeit diese Kiste. Und irgendjemand liegt da auch. Sagt aber nichts mehr. Komme ich da irgendwie mal ran? So. Windklinge. Ach, das finde ich schön. Was haben wir denn hier? Und wir legen gleich in Costa del Sol an. Da wird gleich die... da wird es gleich ein bisschen netter werden. Und nicht so düster. Ach, einen weißen Umhang haben wir jetzt. Und Silberbrille. Mhm. Und wer kann hier was dann? Kraftarmband? Wir hatten das Kraftarmband. Er hat die Schutzweste. Das ist doch eigentlich auch okay. Sie hat schützt vor Gift. Mhm. Gemüt plus 10, ja, das finde ich aber gar nicht schlecht für Barrett. Ja, was ist, wer war? Na, das weiß ich jetzt nicht. Anscheinend irgendjemand der anderen kriegt diese Windklinge oder so. Aber die passt doch eigentlich mehr zu Cloud, der ja auch ein Schwert hat. Hm, muss ich gleich nochmal überprüfen. Ich glaube, ich werde Barrett Eifrid geben, so als Feuertyp dann. Sephiroth lebt. Das verheißene Land, existiert es wirklich? Ich freue mich auf Costa del Sol. Da wird es schön sonnig und nett. Na, der legt ja auch toll an. Erstmal so eine super Drehung. Na, was habe ich gesagt? Total Soli hier. Verdammt, echt heiß hier. Aber ich fühle mich besser, weil ich mich jetzt von dieser Matrosenkluft verabschieden kann. Hört mal her, seht zu, dass ihr euch unters Volk mischt. Oh, schade, Barrett sah so süß aus. Im Matrosenkluft. Was meinst du mit süß? Ich fand, das sah auch nett aus. Finde ich auch. Barrett benutzte sie doch als Pyjama. Oder Cloud? Kann sein. Denkt an Sephiroth. Ach komm, sei mal ein bisschen humorvoll. Ah, du sahst aus wie ein Bär im Marshmallow-Kostüm. Zum Teufel, ich bleib bei meinen Klamotten. Also halt's Maul. Ach, die haben aber auch einen Umgangston hier. Schnauf, schnauf. Würdet ihr euch bitte beeilen? Die Hitze trocknet meine Nase aus. In Ordnung, wir machen eine Pause, bevor wir weitergehen. Geht nicht zu weit weg. Meine Mähne ist verwuschelt. Ich suche mir ein kühles Fleckchen. Vielleicht sollte ich mich in die Sonne legen. Was gefällt dir besser, Cloud? Ich mag helle Haut. Bräune finde ich nett. Was da weiß ich denn? Was mag Cloud denn? Ich mag helle Haut. Weil ich bin selber auch hell. Okay, ich denk dran. Na toll, sie will ihm total gefallen. Costa del Sol, ein Urlaubsparadies. Hier scheint immer die Sonne. Sommer das ganze Jahr über. Hm, ich kann das nicht. Am besten fragt ihr im Fremdenbüro. Na dann. Da hinten können wir auch lang, sehe ich gerade.
Sagst du was? Stör mich nicht, das ist Rufus' erster offizieller Besuch als Präsident. Sieht so aus, als wäre er diesmal geschäftlich hier. Ich könnte platzen vor Neid. Wir sind gleichaltrig, aber er ist der Präsident. Ach ja. Yeah, es ist so toll hier. Die Mucke. Wie hab ich sie vermisst. Ich bin so cool. Ja, du bist total cool. Er sieht ganz gut aus, oder? Oh, keine Bange, ich meinte nicht dich. Ich meine Präsident Rufus. Charmant, reich, blond, schicker Blazer. Tschüssikowski. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Woran ich auch gerade denken muss, ach, das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Gute Arbeit von allen. Woran ich gerade denken muss, ist auch, haben die im Schiff überhaupt nichts gemerkt, dass da unten so ein Kampf war mit Sephiroth? Ja, beeil dich damit. Ja, Sir. Das muss ja auch total laut gewesen sein und, naja. Ich habe gehört, Sephiroth war an Bord. Ja. Und es scheint Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ach, sie haben doch was gemerkt. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt. Großartig. Hi, Dadger. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einsilbige Antworten geben und für alles entschuldigen? Fertig zur Abfahrt, Sir. Tu was, ich will Resultate sehen. Da hinten steht Hellpad. Naja. Was hat die Tussi hier vorne? Hat sie auch einen tollen Sonnenplatz ausgesucht. Ich könnte mir auch einen besseren vorstellen. Da vorne, wo die Schiffe da ankern und jede Möwe hinkackt. Naja. So, wir sind in Costa del Sol. Hier sind überall schicke Tussis. Ist nicht langweilig? Ein wenig schon. Die vielen Kämpfe. Wirklich? Ich langweile mich. Die Arbeit ruft. Hier ist eine Bar. Yeah. Das ist nicht cool? Hallo, Esmeralda. Warte mal. Die redet nicht mit uns. Schnaubkeuch, ich kann heiße Orte nicht ertragen. HIC? Will sie bestellen? Haben wir jetzt nicht mehr. HIC, HIV oder was? Ich mag diese Stadt. Wenn du nackt bist, würde das keinen scheren. Bitte, wenn du nichts von mir kaufst, komme ich nicht über die Runden. Sind die alle irgendwie abhängig hier oder so? Oh, die haben aber eine Menge hier. Irgendwas, also ein Platinreif, den kriege ich noch hin. Aber die anderen eher nicht so. Ah, die anderen sind aber auch wesentlich besser, oder? Die gehen auf 27. Wieso ist der denn dann günstiger? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist der günstiger, wenn der viel besser ist? Na gut. So. Habe ich davon auch zwei. So, jetzt kannst du dir ein paar Drogen kaufen oder ein bisschen Alkohol oder so. Ja, Snowboarding ist dieses Jahr angesagt. Surfen hängt mir zum Hals raus. Wir sind jetzt alle auf dem Weg rüber zum Gold Sosa. Wir machen eine Menge Moos bei den Schokoborennen. Dann fahren wir zum Ikikiri, ihn zum Snowboarden. Ja, haut rein. Obwohl, ich könnte mit dem Barkeeper reden. Willkommen zur Bar des Sol. Tropische Nächte gefällig? Nee.
Hallo Mädels, sollten wir uns nicht entscheiden? Das Mädchen hier spielt Fußball. Ich hab gehört, der große Hund spricht. Wie ein Mensch. Cool, aber abartig. Nee, ist klar. So, hier ist noch eine Bar. Was macht der denn da? Was ist mit dem denn los? Was ist mit dir? Hey, bist du es wirklich? Wir waren bei Soldier und davor als Kinder Freunde, du warst so ein Playboy und ein scheiß Mörder. Warum kann ich mich nicht an deinen Namen erinnern? Wer bist du? Wer bist du? Oder eher so, wer bist du? Stimmt, lange nicht gesehen. Erinnerst du dich an mich? Kein Problem, wir machen einfach weiter so, als würden wir uns nicht kennen. Ich fange in dieser Stadt ein neues Leben an. Mit uns ist viel geschehen. Hey, ich sollte mit meinem Gemecker aufhören. Ich beneide jedenfalls alle, die im Freien mit dem Himmel als Dach leben. Ja, dann. Das tut mir leid. Er hat in letzter Zeit einiges eingesteckt und ist ziemlich fertig. Was ist los mit dem? Und was macht die da hinten? Ach, die duscht. Ach so. Was ist denn los hier in der Stadt? Ich hab die alle gar nicht so in Erinnerung, als wären die alle so drauf. Naja, gut. Na dann. Mal schnell einen Screenshot mit dem Irren und dann raus hier. So, was ist hier mit Red? Oh nein. Jetzt habe ich den Ball gegen ihn gehauen. Wie gemein ich bin. Grrr, ja, kein Wunder. Und dann wirft er den immer gegen ihn. Das ist voll fies. Boah, Cloud, du bist voll der Mobber. Toll, wenn ich eine hübsche Aushilfe kriege. Was verkauft... Ach so, und der hat hier coole Materie. Oh Mann, wir brauchen unbedingt mal mehr Kohle. Kann ich mich hier mal ein bisschen dusselig kaufen? Hier haben wir so ein Inn. Wie wäre es mit einem Souvenir? Eine goldene Nadel nur in Costa del Sol erhältlich. Goldene Nadel? Die macht neutralisiert Versteinerung. Ist ja auch interessant. Boah, her damit. Was haben wir hier? Dum, dum. Voll die Kuba-Musik. Ich gucke mal, ob ich was finde, was ich einsammeln kann. Verdammt, schade. Hey, ey du, hat dein Freund eine Freundin? Sie war vor kurzem hier und sucht nach ihm. Du solltest sie besser suchen. Was willst du tun? Willst du sie einfach vergessen und ins Bett gehen? 200 Gil pro Nacht. Ich hab's mir anders überlegt. Vielen Dank, mach dir keine Sorgen. Schau mal wieder rein. Ja, hau rein, Digga. Ahnung, was die Leute alle irgendwie wollen. Können wir jedenfalls schlafen und hier kann ich runter. Ah, voll der nette Strand. Oh, Cloud! Hey, sieh dir das an. Hm? Wer? Hojo? Das Mädchen im Bikini? Der Mann da drüben, ist das Hojo? Achso, es war er. Geh rüber und sprich mit ihm. Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Was sagt Iris? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, wir gehen dahin. Gott, was willst du? Ich will mit ihm sprechen. Ist das Rojo? Was will er? Ja, es stimmt. Es ist der Professor. Professor, da ist jemand, der Sie sprechen will, Sir. Hojo, ich bin beschäftigt. Aber schade. Nein, warte, ich erinnere mich an euch. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist lange her, Cloud. Hojo. Manchmal muss man einfach Dinge wie dies tun. Was tust du? Seht ihr denn nicht? Ich bräune mich mit Klamotten. Antworte mir. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel. Du meinst Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Was ist? Nichts. Ich erinnere mich gerade nur an eine bestimmte Hypothese. Hattest du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einen bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe hin, wo immer Sephiroth sein Unwesen treibt. Ich bin Xena, um ihn zu schlagen und allem ein Ende zu machen. Ich verstehe, das könnte interessant sein. Warst du Soldier? Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Oh, was denn jetzt? Du ziehst dein Schwert. Halt, Cloud. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber tu's nicht.
Sag mal, bist du nicht der vom alten Volk? Wieso der? Trans. Ich bin Aeris. Du könntest dich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich möchte, dass ihr mir etwas sagt, Professor Hojo. Oder Hojo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin. Meine Mutter erzählte es mir. Deine Mutter? Oh, du meinst Inferna? Wie geht's ihr? Wisst ihr es denn nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hojo? Ist Genova vom alten Volk? Ist Sephiroth vom alten Volk? Haben wir alle das gleiche Blut? Murmelt. Nach Westen. Er murmelt vor sich hin. Das kann nur bedeuten, etwas zu verbergen. Hey, antworte mir. Es hat keinen Sinn, es ist zwecklos. Okay. Ich werde das Geflüster von Professor Hojo übersetzen. Nach Westen, am Berg Korell, vorbei und weiter. Hast du das? Ich habe selbst nicht gut verstanden. Oder er sagte das? Ich weiß gerade nicht, wer das sagte. Kann ich hier auch nach rechts noch gehen? Nee. Aber hey. Herrje, Hilfe! Atmen, atmen! Irgendwie atemberaubend, oder? Aha, aber ich kann hier schön durchs Wasser plätschern. Falls du zum Berg Korell gehst, kaufst du besser was Weiches. Zumindest sagt man das immer, oder? Bereite dich vor und du wirst dich nie fürchten. Hey, ich bin kein Idiot, ich verkaufe nicht das Fell des Bären, bevor ich ihn gehäutet habe. Nicht schlecht, hä? Was labern die Leute? Und wo sind die jetzt alle hin? Ich geh mal hier nach oben. Ist sie jetzt da drinnen vielleicht? Nö, aber da liegt jemand. Toll, so ein weiches Bett. Ja, toll. Toll. Ah, da geht's noch runter. Nee, da komme ich her. Nee, da geht's runter. Ah, Kraft erhalten. Ja, Sir. Oh, diese Objekte sind gratis. Bitte bedien dich. Jo, hätte ich sowieso gemacht. Feuerring erhalten. Oh, wir kriegen hier ganz viele tolle Sachen. Motordrive erhalten. Uiuiui, schnarcht laut. Ja, dann. Paar Souvenirs. Sozusagen. Muss mal aber hier vorne lang. Genau, da komme ich her. Kann ich hier rüber? Ah! Komme ich ja auch her, aber da sind die anderen nicht. Stimmt. Aber wenn ich hier unten lang gehe, wo komme ich dann hin? Ah, dann komme ich ganz raus. Das ist ja auch interessant, aber ich will noch nicht raus. Das bringt es mir nicht. Dann gehe ich nochmal in die Bar. Sind die vielleicht hier? Sind die denn jetzt alle hin? Eris, Tifa, Leute. Vielleicht nochmal hier nach rechts gehen? Nee, da war ich ja schon. Dann gehe ich nochmal ins Inn. Gehen wir nochmal ins Inn. Hallo. Die hier vielleicht? Da ist sie. Da ist Iris. Puh, warum bin ich nur so müde bin? Ja, wie wäre es mit ein bisschen Deutsch lernen? Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Ich fühle mich nicht gut. Cloud, was hältst du von mir? Weiß nicht, nicht viel, weiß nicht. Stell mir nicht mal solche Fragen, ich verstehe überhaupt nichts. Du hast recht, ich verstehe es auch nicht. Ich frage mich, was an mir dem alten Volk entspricht. Wie muss denn jemand vom alten Volk sein? Merkwürdig, oder? Ich verstehe es nicht. Ah, ich drehe mich im Kreis. Ich frage mich, gibt's darauf eine Antwort? Alles ist so kompliziert. Oh ja, tschüss. Mann, da sind wir schon an so einem tollen Ort und die liegt da im Bett und... Ach, ja. Gehe ich eben da nochmal rein. Was sagt er denn? Sagt er jetzt was? Interessant. Es ist nicht so, dass ich das unbedingt tun will. Mein Schwanz bewegt sich irgendwie von alleine. Ja, hat ein Schwanz. Könnte man auch anders verstehen. Ja, der dreht immer noch ab hier. Ja, wo sind die Leute alle? Weiß sie vielleicht was?
Willkommen bei der Costa del Sol Touristeninfo. Was wollt ihr wissen? Wo finde ich das Gasthaus? Wo finde ich den? Ich will eine Übersicht. Einen Moment bitte, ich schaue mal in den Reiseführer. Der sagt, Costa del Sol ist das Tor zum Westen. Es zählt zu den wenigen Touristenzentren auf der Welt. Klingt ja nicht sehr aufregend. Wenn ihr Spaß wollt, geht an den Strand, da sind viele schöne Frauen. Du bist nicht zufällig reich? Na klar. Lügner, du siehst nicht danach aus. Ich gebe dir trotzdem einen Tipp. Nach Costa del Sol solltest du Gold Sosa besuchen, ein aufregender Ort für Zocker. Wenn du nach Süden gehst, kommst du nach Gold Sosa. Dort sind Casinos und Vergnügungsparks. Zu Fuß ist es ziemlich anstrengend, davon kann ich nur abraten. Aber wenn du gerne reist, solltest du mal vorbeischauen. Ja, und wo ist Richtung Süden hier? Gehe ich jetzt eben nochmal zum Strand? Ach so. Nee. Dachte schon. Aber weiter nach links kann ich auch nicht, oder? Ja, ich suche dann mir mal einen ab hier. Irgendwo muss es doch wieder da lang gehen. Den gehe ich eben nochmal ganz zurück. Sind die denn bloß alle hin? Was sagt er? Rufus hat mich gelobt. Wow, es zahlt sich also doch aus, hart zu arbeiten. Und der da hinten, das ist doch jetzt ein anderer als vorher. Naja, ist wohl zu viel für einen Anfänger. Was? Der haut jetzt auf Shinra-Manager. Hey, hey! Ich kündige wirklich! Was? Hydatcher ist ein Idiot und Rufus spielt sich immer auf. Was? Ja, wenn die meinen... Der Mist, der Shinra-Manager will nicht rauskommen, obwohl er auf Geschäftsreise ist, lässt er die Arbeit liegen und vergnügt sich. Ja, und ich weiß auch, wo er ist. Er ist am Strand. Jetzt fühle ich mich besser. Kannst du denn überhaupt zurück zum Boot? Oder steht er jetzt im Weg? Okay, der steht im Weg. Da kann ich gar nicht lang. Kannst du denn hier lang? Ja, die fetten Bonzen von Shinra sollen bald kommen. Hat nichts mit uns zu tun, oder? Na gut. Ja, irgendwie, ne? Komme ich hier nicht so wirklich weiter. Ich finde aber auch Barrett und so nicht. Hey, ich dachte, du würdest mal reinschauen. Das sind 1, 2, 4 Fische insgesamt, nicht schlecht. Was? Esmeralda, redet sie jetzt mit uns? Nee. Also irgendwas mache ich hier falsch. Oder irgendwo war ich noch nicht. Da ist Iris immer noch. Wo sind die denn alle? Sagt er vielleicht noch was? Toll, wenn ich eine hübsche Aushilfe kriege. Ach ja, der hat ja diesen ganzen Kram hier, den ich mir nicht leisten kann. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle sind. Das muss ich dann... beim nächsten Mal nochmal gucken. Nicht wahr, Leute? Das mache ich dann. Und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy VII. Bis dann!